Moins. So, das ist mein Dodge mit so einem Billigrädern irgendwie und ich finde die Farbe auch irgendwie nicht so geil. Rot, orange ist das fast eigentlich. Ja, und der bekommt jetzt auf jeden Fall so eine Räder, sprich Breitreifen. Und natürlich in einer anderen Farbe. Ich zeig das gleich nochmal. Und wird dann auch tiefer gelegt. Wobei es in Schwarz auch gar nicht schlecht aussieht. Wow, hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich habe jetzt nur die silbernen probiert, weil ich habe die jetzt gerade nochmal draußen überlackiert. Weil die schon ein bisschen abgegriffen sind. Oh, das sieht ja auch mal gar nicht mal so schlecht aus. Eieiei. Na gut, dann lasse ich die vielleicht wirklich schwarz, weil ich wollte euch jetzt mit rausnehmen zum Lackieren von diesen Felgen, aber das sind meine letzten schwarzen, deswegen vielleicht lassen wir das. Und ich zeige euch jetzt gleich erstmal die anderen silbernen. Bis gleich. Nehme ich euch mal kurz mit. Mein Lackierflur. Ja, so sieht das aus. Nehmen wir mal rüber. Kurz mal. Juhu. Ja, so sieht er aus, unser kleiner, hässlicher Dodge. Komische Draht. Ich weiß nicht, man müsste es eigentlich gleich hochladen, damit ich die Reaktionen von euch da draußen mal höre. Weil viele würden bestimmt sagen, auch so, was ist denn das für ein Rot, Alter, was ist das für Felgen? Und deswegen habe ich auch kurzerhand entschlossen, ich habe ja schon mal was vorbereitet, 2 Schrauben sind schon raus. Nummer 3 folgt sogleich. Das war wohl nicht so cool, wie ich das machen wollte. So, dann haben wir das nämlich schon. Das ist nämlich ganz simpel gemacht alles. Hier muss man dann kicken. Ah, geil, die Scheiben sind 1. Ich dachte schon... Wenn man das so sieht, denkt man so, wie kriegt die Scheibe da raus? Ist aber ein Stück, ihr seht das hier, schön, geil, geil, geil. Kommt auf jeden Fall, halt gedacht, jetzt noch eine andere Farbe, weil ich kipp mir schon andere Reifen. Problem ist hier, das kriegt man hier auch ganz cool ab, ganz locker. Mal kurz mal zeigen. Schön abgesetzt hier mit diesem Rot. Nicht schlecht, ne? Kann man jetzt nicht meckern. Ist ein Meistermodell. Problem ist hier bei diesen Modellen, die haben das hier total komplett, also das ist ein Stück, ja, falls man das irgendwie sieht, ist ein Stück und ich kriege diese Räder hier nicht ab, weil die so fest irgendwie zugemoddert sind, Alter, das ist echt extrem. Ich habe schon hier gegoogelt, jetzt muss ich doch das Wort sagen, gesucht, gegoogelt, es gibt nichts Thema Reifen oder Achse abmachen. Bei manchen geht das sehr gut ab. Mit ein bisschen Zerren und Würgen geht's, aber bei der hier, ich habe mir hier schon halt die Finger zerwirkt, würde man so sagen. Deswegen ist der nächste Schritt, entweder schneide ich das hier oben einfach auf, oder ich muss gucken. Das werde ich jetzt aber nicht mit euch hier machen, sondern ich wollte nur mal kurz das Ding hier zeigen. Und ja, wie es dann aussieht, hier sieht man übrigens schön, wie das vorher mal wohl aussah, und zwar gelb oder was. Das ist ein Plasteteil. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann eigentlich schon nachher, wenn es denn fast fertig ist. Weil so lange wird es hier auch nicht werden und dauern. Also, rein hier hauen. Erstmal change the tires. Yeah. So, habe ich jetzt doch kurzerhand entschlossen, ja, das Ding zu lackieren. Weil das gefällt mir so nicht. Man sieht schon, das geht hier alles gut ab von der Lehne. Cool. Dafür hat man hier so eine schöne Sammelbox, ja, von, ich weiß nicht, von Keksen oder sonst wie was. Wollte das hier noch zeigen. Gib mir diese kleine Dodge. War ja hinten drauf. Muss man natürlich abmachen, bevor man das lackiert. Wäre natürlich gut. Mal sehen, ob wir das jetzt hier schaffen in einer kurzen Zeit. Das erinnert mich immer echt an diesen Autoschlachter hier. Und bei mir ist es ja nicht...
aus Verkaufswegen, sondern ich will das ja umlackieren. Das sieht nur sehr, sehr kompliziert schon wieder aus. Ach du je. Also das können wir auf jeden Fall schon mal abmachen. Ist schon mal gut. Ist doch echt geil los. Kann man jetzt auch nicht meckern. Ganz nice. Ach du je, das ist hier voll genietet oder was? Ach du je. Das sieht ja krass aus. Das sind voll die Miet. Ja, wie immer. Wie immer muss ich hier schneiden natürlich. Alles. Und das ist so schwer, finde ich, das hier so mit euch, für euch zu machen. Ich will hier auch nichts kaputt machen, aber das ist auch ein krass kompliziertes Modell. Muss ich mal so. Also vom Abmacheffekt her, hier geht überhaupt nichts richtig ab. Da muss man echt vorsichtig sein, Alter. Dass das hier nicht wegbricht. Junge. Schissel, würde ich schon fast sagen. Also das hier muss erstmal. Ich sage, das wird dann auch vielleicht für den einen oder anderen langweilig. So, es muss knacken, knacken. Dann bist du auf der richtigen Seite. Okay, das ist schon mal hier raus. Das ist also hinten die Ablage. Okay, das muss nämlich zuerst raus, meine lieben Freunde. Scheiße, das ist hier echt kompliziert. Na, das klar. Könnten wir mal Handschuhe anziehen sollen vielleicht? Wegen Fingerabdrücke auf den Scheiben und so. Sehr kompliziert hier. Also wer sich hier auskennt mit Modellbau, da sowas schon mal gesehen? Also ich nicht. Meistens ist es innen auch Plaste und das hier ist eine richtige Drucknaht. Richtige Metalldrucknaht. Willst du die wegkriegen? Könnte ich mich schon wieder ein bisschen aufregen. Gucken wir mal, ob das hier alles geht. Scheint zu gehen. Trotzdem echt kompliziert, muss ich mal sagen. Alter, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an, sagt er. Und das auch noch let's live hier, wisst ihr? Das macht ihn ja nicht nur ein bisschen nervös, sondern. Oh, hier muss man echt aufpassen, ey. Das hatte ich nämlich schon mal mit der Scheibe, dann hatte ich auf jeden Fall einen Kratzer drin. Vielleicht muss man hier. Das ist schon mal schön. Front. Und so müsste das eigentlich auch. Sieht diese Motorhaube hier nicht auf. Hä? Was ist denn hier passiert jetzt? Puh, ihr lieben Freunde, ihr seht es. Ruhig bleiben. Man muss ruhig bleiben. Relaxen. Und nicht von oben. Hesel. Scheint geklebt zu sein hier. Oh, Feuer. Hey. Kann ja auch mal kurz sagen, ich habe für das Modell echt 10 Euro bezahlt. Ihr habt vor einer ganzen Weile mal. Aufmerksame Zuschauer haben das gesehen im Unboxing vielleicht. Und jetzt habe ich kurzerhand entschieden, wie ihr das hier so schön seht. Hat echt schwierig, sich als schwierig herausstellt gerade. Ich komme hier auch nicht voran irgendwie. Habe ich das Gefühl. Was ist das hier, ey? Ich
mach mal einen kurzen Cut. Cut.